Man merkt heute schon, dass die Hexen ein bisschen tanzen. Die letzten großen Verfallstage waren eigentlich eher Fahrt, da ist nicht wirklich viel passiert, aber heute ist doch durchaus Druck auf der Pipeline. Schnelle, nervöse Bewegungen rauf, runter geht es an der Wall Street. Also das ist durchaus erkennbar, dass da ein großer Verfall ist. Dazu kommt noch diese Tesla-Geschichte, dieses Freiräumen für die Tesla-Aktie, die dann ja am Montag gleich erstmalig notiert ist im S&P 500, aber heute muss eben der Platz freigeräumt werden durch den Verkauf anderer Aktien. Das ist ein bisschen spürbar. Wir sehen, dass gerade der Tech-Sektor heute so ein bisschen Probleme hat. Eine Apple ist negativ, nicht schlimm, aber ein bisschen. Tesla steigt natürlich dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal die Lage an und wir sehen vor allem dieses Hexensabbat-Momentum an der gestiegenen Volatilität. Wir haben einen Anstieg des VIX um 6% immerhin. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber es ist eben doch merkbar, dass da ein bisschen Vola nach oben geht. Kann sein, dass die Broker jetzt praktisch Absicherungsgeschäfte auflösen. Viele Broker sind short im VIX gegangen, haben also als Absicherungsgeschäft gegen Long-Position der Kunden den VIX geschortet. Das ist ja meistens einhergehend mit einer Markterwartung long, aber für die Broker ist es ein reines Hedging, eine reine Absicherung. Und wir sehen, dass da durchaus heute etwas passiert ist, dass da heute durchaus Action am Markt ist. Und das eigentlich ohne Konjunkturdaten, zumindest nicht aus den USA. Und das zweite große Thema natürlich Tesla, die Aktie heute zwischenzeitlich über 3,5% gestiegen. Natürlich auf ein neues Allzeithoch, hat sich natürlich so ein bisschen angekündigt, denn heute müssen die Indexanbieter, müssen die Tesla-Aktie kaufen. Sehr zur Freude von Elon Musk, der ja davon persönlich sehr stark profitiert, weil seine Vergütung eben an den Aktienkurs gekoppelt ist. Und dann eine andere Nachricht in Sachen Tesla, da ist jetzt die Gigafactory in Berlin, der wieder ein Baustopp verhängt worden, weil Tesla $1,000 nicht bezahlt hat, wie die US-Medium Electric meldet. Also das ist so ein bisschen die Diskrepanz. Tesla weit über $600 Milliarden jetzt an Marktkapitalisierung, aber hier scheitert es an $1,000. Das ist fast schon ein Treppenwitz. Jetzt ist natürlich die Stimmung generell, wir sind in einer sehr, sehr guten saisonalen Jahreszeit, was soll schon schief gehen? Die Notenbanken, das hat Jerome Powell am Mittwoch nochmal klar gemacht, die hält schön die Hände unter den Hintern der Aktienmärkte. Und normalerweise ist jetzt eben diese super günstige Zeit. Jetzt sagt aber Lance Roberts, selber ein sehr, sehr guter und erfahrener Investor, ja, long in diese Santa Claus Zeit zu gehen, ist natürlich normalerweise eine gute Sache. Aber irgendwie habe ich diesmal ein schlechtes Gefühl, because everyone is playing the same game. Jeder spielt dasselbe Spiel und keiner ist abgesichert, denn das Put-Call-Verhältnis ganz, ganz unten. When all experts agree, something else tends to happen. Und das ist so ein bisschen mein Punkt. Die Märkte gehen ja insgesamt davon aus, dass eben Corona dann bald besiegt ist, dann zieht die Nachfrage an, dann kommt das ganze Geld in den Kreislauf, dann springt die Wirtschaft an, immense Nachfrage, dadurch das Ansteigen der Inflation, und dadurch werden dann Rohstoffpreise massiv steigen, wird sozusagen auch die Renditen für Staatsanleihen steigen müssen und die Bewertungen von Aktien sind gerechtfertigt. Das ist sozusagen diese Mainstream-These, das ist der Konsens, aber niemand weiß, wie wirklich 2021 aussieht. Ende 2019 hat man sicherlich auch anderes erwartet vom Jahr 2020 als das, was dann passiert ist. Also was ist, wenn es anders kommt und wenn eben alle derselben Auffassung sind, dann sollte man vielleicht zumindest ein bisschen skeptisch werden über diese Herdenmentalität. Wenn alle das Gleiche denken, dann kommt oft eben etwas anderes. Aber man sieht hier diesen Gleichklang auch am Aktienmarkt, etwa der Breadth, also die Anzahl der Aktien, die steigen, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt sind, beim S&P 500 über 92%, beim Nasdaq über 90% und beim Russell, beim Nasdaq 100, beim Russell sind es fast 90%, nur beim Nasdaq Composite sind es 81,1%, historisch extrem hohe Werte. Schauen wir uns dagegen mal die Gewinne an, respektive die Earnings, wie sie eigentlich projiziert waren, immer für das Folgejahr. Und dann sehen wir, man bleibt regelmäßig drunter. Angefangen 2013, da war die Erwartung an 2014
war dann faktisch, oder die Realität war faktisch 12% unter den Projektionen im Jahr 2020. Also das, was man jetzt Ende 2019 gedacht hat über das Jahr 2020, waren es 73%. Das ist ein Höchstwert, nur vergleichbar mit 2015, da war es 70%, damals ja auch so eine kleine Krise der Wirtschaft, auch der Märkte so ein bisschen. Also es ist immer sehr viel Optimismus in den Märkten. Es kommt dann meistens doch nicht so gut, wie man es glaubt. Und nicht umsonst senken die Analysten ja vor der Berichtssaison dann immer plötzlich ihre Erwartungen an die Zahlen der Unternehmen. Dann ist es leicht rüber zu springen und alle freuen sich und die Aktienmärkte können weiter steigen. Und dass sie weiter steigen, das glauben auch alle. Wir sehen das hier an den Inflows in Funds, also Equity Funds, also praktisch das Geld, das in Aktien fließt, enorme Summen, die da jetzt reingehen, dieser Impfstoffoptimismus, dass eben die Welt sofort geheilt ist, dass dann eine richtig gute, tolle Konjunkturerholung folgte, das scheint außer Frage zu stehen. Möglich ist ja auch, dass die Wirtschaft in 2021 besser läuft als die Aktienmärkte. Das ist zumindest eine nicht uninteressante These. Dieses Jahr war es ja so, 2020, dass die Finanzmärkte toll gelaufen sind, die Wirtschaft miserabel gelaufen ist. Dementsprechend wäre es eigentlich fast nur normal, dass die Wirtschaft wahrscheinlich dann 2021 besser läuft und die Finanzmärkte weniger gut, oder die Aktienmärkte, aber das will natürlich keiner hören. Denn man hat zum Beispiel Stimulus-Optimismus. Mitch McConnell sagte über die Stimulusgespräche significant headway, also man ist wieder bedeutend vorangekommen. Very close at hand, ganz nah an der Hand hat man es jetzt. Das erinnert so ein bisschen an die Brexit-Schlagzeilen. Da haben wir ja auch schon ganz knapp sind wir da immer wieder ganz knapp an einem Deal vorbeigeschrammt. Mit immer wieder neuen Deadlines, aber morgen bestimmt oder dann am nächsten Mittwoch oder dann am 18. Dezember immer wieder neue Deadlines. Bisher ist nichts passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in den USA passiert mit einem Stimulus, ist wahrscheinlich etwas höher als beim Brexit. Und um in den USA zu bleiben, großes Aufregerthema in den USA. Hier Hacking von Regierungscomputern durch angeblich russische Hacker. Russian Invasion heißt es da. Und ein Senator der Demokraten sagt hier, was Russland gemacht hat hier, ist eine virtuelle Kriegserklärung. Naja, dieses Thema Russland war ja schon bei dieser Trump-Wahl so ein bisschen, sagen wir mal, fragwürdig. Aber es ist eben schon die Frage, was da wirklich der Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie gestern die Jahrespressekonferenz von Putin gesehen haben mit der Frage mit Nawalny, ob denn die russische Regierung verantwortlich sei für diese Vergiftung von Nawalny. Nein, Nawalny viel zu unbedeutend und wenn, dann hätten wir das zu Ende gebracht. Das ist schon eine etwas schräge Aussage. Meinen Sie, dass Merkel gefragt, ob sie irgendeinen Opponenten hätte umbringen wollen, gesagt hätte, nö, aber wenn, dann hätte ich es zu Ende gebracht. Eher unwahrscheinlich. Also es zeigt schon, dass das nicht so fernliegend ist, zumindest, dass man da mal jemand ausradiert. Das scheint in Russland eher gängige Praxis zu sein als andernorts. Und dann haben wir natürlich le Brexit. Hier hat Michel Barnier, nous sommes au moment de vérité. Wir sind jetzt in dem Moment der Wahrheit, es ist die Stunde der Wahrheit, hat er hier auf Französisch zunächst mal geschrieben. Nothing is agreed until everything is agreed. Also es macht keinen Sinn, hier Teilvereinbarungen zu treffen, sondern es muss das Gesamtpaket muss abgestimmt sein. Jetzt schreibt James Forsyth, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 48 Stunden nochmal ein Treffen haben zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen. Mal sehen, ob man dann wieder die nächste Deadline ausruft, die ganz bestimmt eingehalten wird. Das wird die Frage sein. Und wir hatten heute ein Highlight aus Konjunktursicht aus Deutschland. Der IFO-Index überraschend stark, sogar eingestiegen. Und da fragt man sich schon, wir haben totalen Lockdown oder harten Lockdown, was ist da los? Und jetzt hat Jörg Krämer, Chefanalyst der Commerzbank, da ein bisschen seine Zweifel angemeldet, vor allem was die Dienstleister betrifft, denn die sind ja besonders stark betroffen jetzt durch den Lockdown. Und Jörg Krämer hat gesagt, okay, das IFO befragt eben dann industrienahe Dienstleister, die natürlich dann auch profitieren von der besser laufenden Industrie. Oder der zumindest gut laufenden Industrie, aber im restlichen Dienstleistungssektor ist das wohl nicht der Fall. Deswegen gibt der IFO wohl nur teilweise ein realistisches Bild ab. Und wir haben, und das wollte ich Ihnen nochmal zum Wochenende geben, den wichtigsten Chart der Welt, wie ich ihn einmal genannt habe. Die Schulden wachsen viel, viel schneller als die Wirtschaft, denn das ist der Grund, warum die Anleiherenditen wahrscheinlich nicht groß steigen können, denn sonst ist die Schuldenlast für die Staaten nicht mehr tragbar. Und das ist aber ein Teil des Narrativs.
des Mainstream-Narrativs, ja, die Anleiherenditen werden steigen müssen, weil die Inflation steigt etc., aber das würde die Staaten dann massiv unter Druck bringen, wenn das wirklich passiert, denn dann wird diese Verschuldung richtig teuer. Darüber unter anderem habe ich gesprochen mit dem Fondsmanager André Stagge heute in einem Interview, das morgen bei Finanzmarktwelt veröffentlicht wird, aber auch in dem Kanal von André Stagge, kann ich nur sehr empfehlen, hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Linke, den Sie hier sehen, das ist André Stagge und der Hässliche auf der rechten Seite, das bin ich. Dementsprechend schauen Sie da morgen vielleicht mal rein bei André Stagge im YouTube-Kanal oder eben bei Finanzmarktwelt. Ich denke, das hat schon ein bisschen Substanz, war zumindest mein subjektiver Eindruck. So, und jetzt sage ich Ihnen Servus und Ciao, ich verabschiede mich ins Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische am Montag wieder. Servus.